Heute. Jetzt zoomen wir aber erstmal rein nach dem europäischen Blick sozusagen. Mein nächster Gesprächspartner ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag. Er ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und in einer seiner Reden sagte er, mit der Digitalisierungsstrategie habe die Regierung eine gute Basis für die digitale Zukunft in Deutschland gelegt. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Jens Zimmermann. So, jetzt haben wir schon den europäischen Blickwinkel bekommen. Vielleicht können Sie in Ihrem Statement ein bisschen sagen, wie sich denn, welchen Platz da Deutschland einnimmt und vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu Europa. Ja, in Abgrenzung zu Europa wollen wir gerade das nicht sein, sondern wir wollen natürlich, ja, ich weiß, wie es gemeint war, aber das ist natürlich ein Kern unserer Thematik und wir haben ja, oder die Friedrich-Ebert-Stiftung hat den ganz großen, das ganz große Thema aufgespannt und Paul Nemitz hat eben schon gesagt, wir haben ein Angebot an die Welt zu machen und wenn wir in solchen Dimensionen reden, dann sehen wir uns, glaube ich, in Deutschland immer in einem europäischen Kontext und Deutschland, und das ist eine der Erfahrungen, die ich immer wieder mache, wenn ich unterwegs bin im Ausland. Wir fühlen uns, und das macht uns, finde ich, sympathisch in Deutschland, tendenziell immer ein bisschen kleiner, als wir eigentlich sind. Und wir nehmen unsere Rolle auch in Europa immer ein bisschen geringer wahr, als sie eigentlich ist. Das kommt vor allem in Frankreich sehr, sehr gut an. Aber wenn man auch gerade in europäischen, osteuropäischen Nachbarstaaten, ein bisschen kleineren Nachbarstaaten ist, da, wenn wir mit einer Delegation da sind, dann wird einfach immer nur gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Weil da die Wahrnehmung ist, Deutschland ist einer der treibenden Kräfte in Europa. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir einen großen Fokus darauf setzen, wie wir aus dem Bundestag heraus und wie die Bundesregierung auch in Europa Digitalpolitik unterstützen kann. Und was mir an der Stelle wichtig ist, das ist auch, kam irgendwie schon eben so ein bisschen durch, wenn gerade, das ist so der Klassiker, irgendwelche Unternehmer aus meinem Wahlkreis, die waren gerade in China und dann kommen die immer zurück und sagen, Herr Zimmermann, die bauen in einem halben Jahr, bauen die da einen Highway und wir sind hier und bei uns und der Berliner Flughafen und so. Also die wollen sofort, dass eigentlich alles so läuft wie in China, so lange, bis sie dann zu Hause sind, weil dann kommen sie als Bürger wieder zu mir und sagen, also Herr Zimmermann, also die Windkraftanlage, die da in einem Kilometer Entfernung entsteht, stehen soll, das geht nicht. Ja? Und dann kommen wir und dann sagen wir, ja, wir haben ja ein Planfeststellungsverfahren, ja, da haben wir schon mal Widerspruch eingelegt. Also das ist die gleichen Leute, die auf der einen Seite zu mir kommen und sagen, das muss alles so schnell gehen wie in China und die sind uns total überlegen, sind dann manchmal doch ganz froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass eben, ich denke da immer so ein bisschen an Douglas Adams, ihr Planet wird gesprengt, weil wir bauen hier einen interstellaren Highway, das gibt es halt bei uns nicht. Und das ist auch gut so. Und das ist eine Sache, die ich hochhalten möchte. Das heißt nicht, dass wir, und da bin ich total bei Professor Mayer, dass wir einfach so sagen können, ja, ist alles schlecht in China. Sondern wir müssen eben genau auch uns die Dinge anschauen, wo sehr, sehr viel auch einfach besser läuft als bei uns. Natürlich hat es auch was mit Entscheidungswegen zu tun. Und wir sind manchmal ein bisschen in einer schwierigen Lage, weil die Tatsache, dass das mit dem mobilen Bezahlen in China so gut funktioniert, das hat ja einen Grund. Oder dass viele Fintechs in Großbritannien aus dem Boden springen, das hat was damit zu tun. Jeder, der mal in Großbritannien gelebt hat und versucht hat, eine Banküberweisung zu machen, der weiß, warum Fintechs dort so erfolgreich sind. Bei uns sind die nicht so, in manchen Stellen nicht so erfolgreich, weil wir haben alle so eine Girokarte und wir überweisen Geld von A nach B. Am nächsten Tag ist das da. Wenn man eine Lastschrift macht, dank Europa, kann ich die 8 Wochen lang zurückgehen lassen. Das ist in den meisten Teilen der Welt, gibt es sowas einfach nicht. Also ja, vieles funktioniert bei uns langsam. Das hat häufig auch was damit zu tun, dass wir schon von einem ganz guten Niveau kommen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, alle Kritik, die wir auch an anderen Systemen äußern, darf nie eine billige Ausrede sein, sich zurückzulegen, weil das wäre zu einfach. Aber, und das ist eben der andere Blick, nicht die gleichen Leute, eher so auch so die Leute, die beim South by Southwest waren, die kommen dann auch so, oh, ich war in Kalifornien, ach, was eine Stimmung und die Sonne scheint immer und alles super. Und das ist ja, man muss ja fairerweise sagen, wenn man mal da war, das ist ja teilweise wirklich so. Ich sehe eigentlich immer nur
Ja, Moment. Meine Erinnerung, wenn ich durch Silicon Valley fahre, ist, wenn ich auf der Autobahn bin, dann geht das ungefähr so, also weil so eine schlechte Autobahn findet man in Deutschland nicht. Und am Straßenrand sieht man überall die windschiefen Strommasten. Also so viel zur Frage auch der Qualität von Infrastruktur und dessen Einfluss. Was ich nur sagen will, jeder, der aber mal in San Francisco war, ist wahrscheinlich massivst schockiert. Ich war es zumindest. Ich habe noch nie in meinem Leben in irgendeiner Stadt, und das auch nicht in Berlin, so viele obdachlose Menschen gesehen wie in San Francisco. Wie an dem möglicherweise, an dem Ort mit der höchsten Millionärs- und Milliardärsdichte auf der ganzen Welt. Und dann komme ich wieder an den Punkt und sage, okay, das kann irgendwie auch nicht der Punkt sein. Und, aber wir werden momentan zunehmend in Europa aus Entwicklungen aus den USA, vor allem aus dem Silicon Valley und aus China, wird unser Leben zunehmend auch dominiert. Und dementsprechend bin ich bei allen Chancen komplett bei Paul Nemitz, aber, und das ist unsere Aufgabe, und das sehe ich auch die Aufgabe des Bundestages und der Bundesregierung, wir müssen in Europa da aber jetzt auch die PS auf die Straße bekommen, weil nur, dass wir am Ende immer sagen können, ja, wir haben coole Werte und wir haben das ein bisschen länger durchdacht und dann besteht nämlich irgendwann die Chance, dass uns Entwicklungen überrollen. Ich will ein Beispiel nennen beim Thema Daten. In den USA haben wir sehr große Unternehmen, die einfach durch auch ihre Kapitalausstattung, durch das System, wie auch Unternehmen in den USA entstehen, einen sehr großen und guten Zugang zu Daten haben. Wir haben in China ein System, das irgendwo eine Symbiose zwischen staatlicher Überwachung teilweise auch, staatlicher Datenerhebung und auch Unternehmen haben. Und aus beiden kann sehr, sehr viel Innovation erwachsen. Während wir, sobald der Staat in Deutschland um die Ecke kommt und irgendein Datum möchte, dann stehen die Leute mit den Mistgabeln und den Fackeln bei mir vorm Büro. Was auch gut ist, aber am Ende des Tages mache ich mir Sorge, was passiert eigentlich, wenn dann in China durch diese extreme Aggregation von Daten und Nutzung von Daten, zum Beispiel im Bereich Gesundheitswesen, plötzlich neue Therapieansätze da sind, wo dann in Deutschland plötzlich jeder sagt, ja, warum haben wir sowas nicht? Dann stehen die gleichen Leute wieder bei mir und sagen, ja, Deutschland hat es wieder verschlafen, ne? Wir sind ja so langsam immer. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir in Deutschland und in Europa einen gemeinsamen Weg finden, dass wir eine Datennutzung ermöglichen und gleichzeitig unsere hohen Datenschutzstandards beibehalten. Und deswegen, und das ist mein Werbeblock zum Ende, und da sind wir auch vollkommen bei der Kommission und bei den Vorschlägen zum Thema Zugriff auf Daten, Datenteilungspflicht. Andrea Nahles hat im letzten Jahr schon einen Vorstoß gemacht für ein Daten für alle Gesetz. Und wir haben im Frühjahr diesen Jahres dazu ein Diskussionspapier online gestellt und ich bin über die Diskussion durchaus glücklich. Die Idee dahinter ist, dass wir sagen, wir müssen auch dafür sorgen, dass Daten in Deutschland zugänglich gemacht werden und auch in Europa, weil momentan, wenn Sie ein Unternehmen sind und unser berühmter Mittelstand und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, da habe ich vor 5 Jahren noch Sorge gehabt, dass sie Digitalisierung verschlafen. Das ist nicht der Fall. Aber je nachdem, wen Sie fragen, sind ja Daten das Öl, das Gold, das Wasser oder die Luft der gesellschaftlichen Entwicklung. Und der deutsche Mittelständler, der Hidden Champion, der Weltmarktführer, der hat verstanden, okay, das ist was Wertvolles. Und da die meisten irgendwie so in Schwaben sitzen, manche sitzen auch in Hessen bei mir, das stimmt, gesagt, okay, wenn das so wertvoll ist, dann müssen wir das jetzt mal beschützen. Und deswegen sind diese ganzen Daten jetzt alle in Silos drin. Keiner fängt so wirklich was damit an. Und die gleichen Leute kommen dann wieder aber aus China zurück und erklären mir, dass da alles viel schneller geht und dass wir doch jetzt endlich mal was machen müssen. Deswegen sagen wir ganz klar, wir müssen einen europäischen Weg finden, wie wir diese Daten nutzbar machen. Das ist lustig, wir hatten eine öffentliche Anhörung und all die großen deutschen Unternehmen,
die sonst immer bei mir auf dem Sofa sitzt und sagen, Herr Zimmermann, also diese Datenschutzgrundverordnung, die macht uns ja so das Leben schwer, die waren dann da und sagen, nein, also wir brauchen nicht mehr Daten, wir brauchen keine zusätzlichen Daten, das ist alles super so, wie es ist und so. Und die kleinen Start-ups und die innovativen Unternehmen sagen, ja, das bräuchten wir ganz, ganz dringend, weil die großen, auch die großen Tanker der deutschen Wirtschaft, die hocken wie so eine Glucke auf ihren Daten, rücken nichts raus, aber innovativ sind sie auch nicht so wirklich. Und da ich die ja nicht alle vergesellschaften will, würde es mir schon reichen, wenn sie ein paar ihrer Daten teilen würden, anonymisiert, aber so, dass wir es schaffen, unseren eigenen Weg zu gehen und Innovation zu ermöglichen. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Vielleicht.